Hallo, liebe Spielefreunde, hier sind wir wieder bei Mein Spiel irgendwas und heute sind wir wieder bei etwas neuen Curious Expedition 2. Ja, wie soll ich das sagen? Das habe ich durch Zufall entdeckt. Das Spiel gibt es schon ein bisschen länger, seit ich glaube letzten Jahr ist es rausgekommen im Early Access. Und es gibt auch einen Teil 1, der ist aber ein bisschen älter und hat einen, ja, so ein 8-Bit-Pixel-Look. Und das hier ist jetzt ein bisschen anders. Und vor allem diese Optik hat mich interessiert. Und auch das Prinzip dahinter, das ist ein bisschen was, ein anderes Spiel. Aber mich interessieren ja auch so Spiele, die so ein bisschen anders sind als die anderen. Oder auch irgendwas Besonderheiten bieten. Und hier dieses Curious Expedition 2 bietet auf jeden Fall einiges Spezielles. So ein Spiel, was so vielleicht unterm Radar so ein bisschen läuft. Aber hat sehr viele Fans, so was ich so gelesen habe. Gibt sehr viele Leute, die da sehr begeistert sind von dieser Serie. Und ich wollte einfach mal rangucken und ich habe gesehen, es gibt auch eine Demo-Version davon und die kann man einfach mal anspielen. Und das werde ich jetzt mal tun. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die geht, wie umfangreich die ist, dass man schon alles machen kann in dieser Demo. Aber bevor ich dann ein Spiel kaufe, wo ich dann erstmal nicht so ganz sicher bin, ist das für mich oder nicht, finde ich es immer ganz gut, wenn man das mit einer Demo ausprobieren kann. Die kostet nichts, dann kann man 1, 2, 3 Level spielen oder je nachdem, wie umfangreich das ist und mal gucken, gefällt mir das überhaupt. So, und Curious Expedition 2 ist, ja, vielleicht sieht man es hier schon ein bisschen, ein klassisches Abenteurerspiel, wo man auf Expeditionen geht, fremde Länder und unbekannte Inseln erkundet und dort Kontakt aufnimmt zu unbekannten Völkern oder Artefakte findet oder archäologische Schätze und die dann zu Ausstellungen bringt und damit Ruhm und Erfolg erntet. So wie man es früher so gemacht hat, so um 1880 rum durch die Welt reisen und Dinge entdecken und sich als Abenteurer feiern lassen. Das machen wir in diesem Spiel auch. Und das würde ich mir gerne mal angucken. Wir machen jetzt einfach mal hier ein neues Spiel. Also ich gucke jetzt auch zum ersten Mal. So, Victoria Marlin, Diktorin der Weltausstellung. Das ist Dick, das ist die Frau Marlin. Ich kehrte gerade von einer wissenschaftlichen Expedition nach Peru zurück. Als wir merkten, dass im Horizont ein riesiger Sturm zusammenbaute. Die Besatzung breitete sich darauf vor, ihn zu umfahren, aber in seinem Inneren erspähte ich Land, Insel mitten im Atlantik, dort, wo keine sein sollte. Hier, ein riesen Steinkopf auf dem Schiff. Okay, Peru, okay. Gegen den Protest des Kapitäns gab ich den Befehl, zur Insel zu fahren. Zitternd, aber gehorsam, lenkte uns die Besatzung ins Herz des Sturms. Hier ist einer, der ist wohl verloren gegangen. Der Sturm tobt mit unnatürlicher Kraft. Ein seltsamer Nebel hüllt uns ein. Und überall knisterten Blitze. Das Schiff wurde von den Wäldern fast auseinandergerissen. Das ist doch alles Deutsch, ne? Doch gerade als der Tod uns sicher schien, entkamen wir aus dem Strudel in eine fast vollkommene. Weiß sie, Lakunde, die Insel. So. Okay. Hier entdecken wir also eine neue Insel. Direkt vor uns lag eine üppige tropische Insel. Der Sturm lag in sicherer Entfernung hinter uns. Wir bereiteten uns darauf vor, vor Anker zu gehen und herauszufinden, welche Wunder dieses neue Land bereithielt. Flop, da kommt ein kleines Schiffchen an. Plop. So, setzt dann den Wegpunkt. Okay. Sie haben jetzt eine Karte bekommen von dieser neuen Insel, die wir entdeckt haben, die jetzt mitten im Ozean so aufgeploppt ist. Ne, wieder zu Inseln tun. Fupp. Oh, guck mal da. Neue Insel. So. Die müssen wir jetzt erkunden. Das ist alles so hier von so einem gruseligen Nebel umhüllt. Und die Insel selber, ja, da kann man nur die Bergspitzen sehen. Ist auch alles nicht so richtig sichtbar. Wir können hier steuern, okay. Und dann nur mal schauen, das also mit Pfeiltasten via SD. Dann können wir rein raus zoomen. So, alles so klein, lustige kleine Grafik hier. Das sieht erinnert so ein bisschen an so Comics oder Bilderbücher. Aber es ist mal was anderes. Statt immer so dieses 3D und so Pixel oder dieses Low Polygon, was heute so in ist. Das geht mir manchmal auch auf die Nerven. Das ist mal wieder was anderes, was zum Gucken aus dieses Auge. Setze einen Wegpunkt. Also wir müssen jetzt hier laufen. So, damit unsere Forscher vom Schiff kommen. Das ist so ein kleiner, ja, ein Segelschiff-Dampfer, wie man hier sieht. Ja, 1880, ne, da gab es noch diese Mischform Schiffe mit Segeln und Dampfantrieb.
Eine interessante Sache hier. Jetzt müssten wir hier den besten Weg finden durch den Dschungel. Müssen wir vielleicht hier gucken. Kann man Wegpunkte setzen? Ja. Und dann bis hier sind es dann 8. So. Okay, hier muss man auch gucken, wenn man sich bewegt im Gelände. Das kostet jetzt 8. Und 8 sind hier. Ja, das sind Punkte, die entsprechen der geistigen Gesundheit. Das sind jetzt keine Punkte wie sonst in so Spielen, die mit Energie, Ausdauer oder sonst was zu tun haben, sondern hier ist es geistige Gesundheit, mit dem man die Reisen bezahlt. Weil Unbekanntes entdecken, das kann natürlich auch auf die Psyche gehen und die Menschen belasten, weil sie aus ihrer gewohnten Atmosphäre raus sind. Und hier in dieser Wildnis, da kann man einfach verrückt werden. Deshalb bezahlt man hier mit geistiger Gesundheit seine Wege. Das wird dann hier immer angezahlt, wenn man auf so ein Hexfeld geht. Bis dahin müssten jetzt 8 Punkte laufen, also würden hier abgezogen. Und deshalb muss man immer schauen, dass er möglichst effektiv hinkommt, wo man hinläuft. Sonst ist das nicht so besonders gut. So, gehen wir mal bis dahin. Und dann laufen jetzt unsere Mannequin bis dahin. Sieht lustig aus. Geistige Gesundheit. Bei jeder Bewegung sinkt deine geistige Gesundheit. Also das hier. Jede Bewegung verbraucht Reisegrundkosten. Weniger Bewegungen sind also effektiver. Ich glaube, ist es hier auch sinnvoll, nicht einfach so Stück für Stück durch die Landschaft zu laufen, sondern sich wirklich so Zielpunkte zu setzen, wo die automatisch lang gehen und versuchen, da halt so schnell wie möglich durchs Gelände zu kommen. So, da hoppeln die hier so durch die Gegend, okay? Wo müssen wir denn hin? Also so in die Richtung hier, ne? Okay. Ja, hier so rum, denke ich mal, ist relativ effektiv. So, jetzt hoppeln die hier über die Karte. Das sieht knuffig aus. Oh, was ist hier? Du hast einen unbekannten Ort gefunden. Nähere dich bis auf 2 Felder, um ihn aufzudecken. Ja. Also 1, 2. Also bis hierhin müssen wir rangehen und dann können wir diesen Ort aufdecken. 5. Ja, ich denke mal, bis hierhin ist relativ. Ist eigentlich egal, ob da oder da hin. Hoppel, 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 hoppel. Was haben wir da entdeckt? Erkunden das Schiffswrack. Wir haben 2 Erfahrungen bekommen, okay. Schiffswrack. Erkunden das Schiffswrack? Jetzt hier mitten im Gebirge oder was? Oh, geheimnisvoll. Oh mein Gott. So. Ich machte eine erstaunliche Entdeckung. Das war keines alten britischen Marineschiffs. Unwillkürlich fragte ich mich, wie es hier wohl gelandet war. Nur Mut, gebt gut Acht und uns wird nichts geschehen. Wirklich so ein bisschen wie ein Comic, ne? So ein bisschen so Tim und Struppi-mäßig. So lineklär gezeichnet. Ist relativ ein und ja, mit klaren Linien. Sehr exakt gezeichnet, kann man so sagen. Ja. Okay. Mit jedem Schritt auf dieser seltsamen Insel schienen wir auf ein anderes Rätsel zu stoßen. Was machen wir hier bloß? So, hier, das sind unsere Abenteuer. Hier, dieser Typ, der sieht ein bisschen abgerissen aus. Selbstgenähte Hosen. Dann haben wir hier den Vogel mit den Krokodillederstiefeln und Zigarren. Und einen klassischen Abenteurerhut, wie es sich gehört. Und Madame. So. Okay, Madame Abenteurerin, dann machen wir mal Schiffdurchsuchung, mal sehen, was passiert. Nachdem wir die fauligen Bretter vor dem Betreten sorgfältig getestet hatten, inspizierten wir das Schiff gründlich. Nach einiger Zeit fanden wir einige nützliche Dinge. Eine Schaufel und Dynamit. Okay, und machen wir mal plus 7 Schaden und irgendwas explodiert. Sprengt Passagen und Sperrgeräumt räumt schwierige Gegner aus dem Weg. Einheimische mögen jedoch keine lauten Explosionen. Okay. Sollte also nicht in der Nähe von Eingeborenen benutzen. Und hier haben wir eine Schaufel. Verlasse niemals das Haus ohne eine Schaufel. Ja. So wie sich das gehört. 4 Abenteurer. Das ist unser Inventar. Okay. Das ist das, was wir kriegen können. Wir haben hier Schokolade. Okay, die gibt geistige Gesundheit wieder. Das kann ich verstehen. Okay. Und hier haben wir einen Solitärkasten. Ja, ist auch verständlich. Gut, nehmen wir das mal. So, jetzt haben wir hier Dynamit. Verwende Dynamit, Color. Ja.
Wie machen wir das? Ja, hier komme ich ja nicht weiter. Wir müssen uns hier durch das Gebirge sprengen, sozusagen. Okay, dann machen wir das mal. Ach, hier. Wähle einen Berg aus. Dann machen wir den. Bums, voilà. Okay, der Berg ist weg. Ha. Und hält niemand auf. Weiter geht's. Für die Wissenschaft und zum Museum. Gehen wir mal hier durch. Hoppel, hoppel, hoppel. Durch den Dschungel. Oh, ein Insulaner. Auf Insulaner zugehen. Das kostet uns 6 Bewegungspunkte. Ah, gut. Den haben wir jetzt. Oha, okay. Eine kleine Gruppe von Einheimischen eilte herbei, scheinbar vom Lärm unseres Dynamits angezogen. Dreck verwalten. Okay, das ist dann unsere Gruppe. Sie schienen genauso schockiert von unserer Anwesenheit zu sein, wie wir von der ihren. Als ihr anfängliches Staunen nachgelassen hatte, wollten sie wissen, wer wir waren und wie wir hierher gekommen waren. Ja, Bobdi. Ja, sind wir im Zug hier angekommen? Nein. Ah, gut. Die Sommer scheint relativ primitiv zu sein, jetzt ohne das jetzt negativ zu bewerten, aber von kulturellen Standpunkt doch relativ einfach. Vielleicht können wir da mit so einer Geschichte noch durchkommen. Behaupten, eine mächtige Magierin zu sein. Wir machen hoch, großes Bum-Bum und sind magisch begabt und sowas. Das können wir ja erzählen. Ich richtete mich zu meiner vollen Größe auf und erklärte, ich sei eine Schamane mit großer Macht. Ich deutete auf den zerstörten Berg hinter uns als Beweis. Na gut, den ganzen Berg wegzusprengen ist natürlich schon, also... Hallo, hallo, Freunde. Sie waren beeindruckt und behandelten uns mit neuem Respekt. Wir hatten hier zwar keine Freunde gefunden, aber Angst ist in feindlichen Ländern oft nützlicher als Zuneigung. Dein Ruf spiegelt dein Ansehen bei den Einheimischen wieder. Wir haben also 2 Ruf gewonnen, irgendwie. So, ja, 2 Ansehen, Prestige, wie man das sehen will. Die sind aber jetzt auch ein bisschen entsetzt darüber, aber okay. Kann ich alles haben. Hauptsächlich beeindruckt von uns. Genau. In der Hoffnung, uns zu beschwichtigen, gaben sie uns eine detaillierte Wegbeschreibung zu ihrem Dorf, wo mich ein Rastplatz und eine Mahlzeit erwarten würden. Dann erfanden sie eine offensichtliche Ausrede und machten sich auf den Weg. Ja, die Kühe warten auf uns. Ja, wie man hier sieht. Dorf auf der Karte zeigen. Machen wir das mal. Plump, da ist es. Huh. So, mit dem Mausrad. Ja, rein, raus, zoom, halt mal. So, ja, da können wir auch die Karte bewegen. Mit der Maustaste. So, besuche das Dorf. Müssen wir jetzt möglichst effektiven Weg dorthin finden. Was kann man hier machen? Ah ja, das ist unsere Gruppe. Warum halten wir an? Weil ich euch angucken will, du Nase. So. Die würden hier so lange aufschlagen. So, wir haben noch 70. Also noch nicht komplett durchgedreht. Ich muss sagen, gehen erstmal hier hin. Ja, bis dahin ist effektiv. 6. Es geht noch. So. Dem Dorf, ne, haben. Bumm. So, mal sehen. Ah, interessant. Cool. Lila Kühe, hier ist ein Milkerdorf. Wir näherten uns mit Vorsicht, aber sie begrüßten uns mit offenen Armen. Es schien, als hätte die Kunde unsere Ankunft das Dorf bereits erreicht. Natürlich, ja. Sind alle neugierig und hier die Abendstimmung. Auch sehr interessant. So Rundhütten haben die hier. Hübsch, ja. Ja, interessant. Viehhaltung. Interessanterweise schienen sie von unserer seltsamen Aussehen nicht so schockiert zu sein, wie ich es erwartet hätte. Ich vermutete, dass wir nicht ihre ersten ausländischen Besucher waren. Aber wir sind mit dieser Magiergeschichte durchgekommen, okay? Wir können hier handeln. Ein Mann aus dem Dorf trug eine schwere Tasche zu uns und zeigte uns die Handelsgüter des Dorfes.
Ja, wie du meinst. Er hat einen ziemlichen Akzent, finde ich. So, dann machen wir mal hier sowas. Aha. Biete zu den Gegenständen an, um 3 Ruf zu erhalten. Was bietet er mir jetzt dann an hier so? Hartkäse. Was ist das? Ausrüstung für die Hand. Ein Schild. Adleraugenpilz. Ein seltsam aussehender Pilz. Er wird gemunkelt, dass man verzehr außergewöhnliche Sehkraft gewährt. Dann haben wir mehr Sichtweite. Aha. Also wir sollen anscheinend sowas hier kaufen. So, damit kriegen wir mehr Ruf. Ah ja, damit kriegt er noch mehr. Und wir sollen ja 3 Ruf bekommen. Das ist aber langsam das teuer, Freunde. So. Da will ich aber noch mal einen Pilz haben. Nee. Ein. Das war ein teurer Spaß. Na gut, machen wir das. Ein faires Geschäft. So, mit dem Oberhaupt treffen erfordert Ruf 3. Achso, okay. Wir brauchen überhaupt Ruf 3, um mit dem Oberhaupt sprechen zu können. So, dann können wir jetzt mit dem Häuptling reden oder so. Ah, hier. Ich danke euch für eure Zeit, Ehrwürdige. Ich betrat die Hütte, in der herrschende Rat seine Anhörung abhielt. Ein Ältester trat vor und begrüßte uns mit einem schmalen Lächeln. Wir durften eine Anfrage stellen. Guten Tag, geehrter Rat. Wie bockt die Bob, Dr. G. zu gucken? Wie du meinst? What? Gut. Wir sollen jetzt einen Einheimischen rekrutieren. So, na mir. Ich fragte, ob es möglich sei, alle zu versammeln, die willens waren, sich meiner Sache anzuschließen. Da können wir jetzt uns scheinbar nur eine Insulanerin mitnehmen als Speer. Eine schwierige Entscheidung, in der Tat. Oder eine Schamanin. So, die gibt uns geistige Gesundheit durch Pilze. 10. Ayise. Okay. Gibt es so Rituale, die machen kann? Okay. Das geht auf Feinde. Die Schwächtigen macht 3 Schaden. Okay, das hat was mit dem Kampfsystem hier zu tun. Das sind so Würfel, die man einsetzen kann, um die eigenen Charaktere zu boostern oder um Gegnern zu schaden. Oder das hier, das ist Kunjulva Speeren. Gibt uns 15% mehr Sichtweite. Die kann Flankenangriffe machen auf Feinde. Hat einen Schildschaden von 15 und keine Ahnung. Und ist verwundbarer oder sowas dadurch dann. Oder macht einen geschickten Schlag. Kämpft sie anscheinend mit dem Schild oder so. Kapazität 2. Also das ist die Gepäckkapazität, was sie tragen können. Ah ja, die hat jetzt so 2 Ausrüstungsfächer. Eins für die Hand und eins für den Leib. Gut, die hat ja jetzt auch keinen Rucksack oder so. Okay. Dann nehme ich, glaube ich, eher die Speerin, weil so jetzt unbekanntes Land. Ist vielleicht besser sowas. Und Pilze kann ich immer noch essen. Wollte ich wirklich Kunjulva Speerin Insulana rekrutieren? Ja, wollte ich. Kunjulva Speerin Insulana schloss sich unserer Expedition an. Genau. Mikov, Tobi. Selber. Sehr interessant. Ich verneigte mich vor dem Rat und überließ sie ihren weiteren Angelegenheiten. Ziemlich hoch, die Hütte hier. Ja, fast schon domartig. Ganz schön bunt. Aber wirklich eine interessante Grafik hier. So, lege eine Rast ein, um deine geistige Gesundheit wieder aufzufüllen. Ja, sonst kommen wir nicht weit. Dann können wir jetzt hier im Dorf rasten. Das gibt uns aber -2 Ansehen wieder. Okay. Also hier, ja. Die Leute sehen, dass wir müde sind, wie jeder Sterbliche auch. Und das lässt uns dann in ihrem Ansehen sinken. Also ist das normal, wir sind auch eben einfach nur sterblich, obwohl wir Götter sind. Lasst uns ein Lager aufschlagen.
Diesmal plant die Dorfbewohner einen Ritualtanz, der scheinbar als Beschwichtigung der Götter diente. Und das mit dem Regen. Ach du Scheiße. Ich mag das nicht im Regen. Ich tanze nicht so gerne im Regen, das ist immer so. So landen diese Gottheit die Palikao. Ein seltsames Wort, das ihren Mündern fremd klang. Anscheinend waren diese Götter die Erbauer mächtiger magischer Artefakte. Ich wurde eingeladen, mich ihrem Tanz anzuschließen, um die großen Baumeister zu ehren. Ich überlegte es sorgfältig. Eine Ablehnung könnte sie beleidigen, aber ein falscher Tanzschritt wäre noch eine größere Beleidigung. Das nehme ich zumindest an. Vielleicht findet er das aber auch lustig. Naja, wenn wir es lächerlich machen. So, jetzt müssen wir hier würfeln. Wir müssen 6 würfeln, so wie das aussieht, um erfolgreich zu sein oder so. Also ein bisschen wie in einem Rollenspiel, wo man auch würfelt. Mit so 12-seitigen Würfeln und so weiter. Kennt ihr ja. Hier wird auch alles so ein bisschen ausgewürfelt. Na gut, versuchen wir das mal. Mal sehen, was passiert. Oh. Erstaunlich. Wir müssen jetzt also tanzen. Ach du Grüne, Leute. Der Rhythmus war faszinierend. Zu meiner Überraschung gelang es mir, den komplizierten Mustern zu folgen, ohne einen falschen Schritt zu machen. Ich glaube, die hat gerade gesagt, dieses Logo, aber gut. Ja. Weiße, die sich lächerlich machen. Das ist immer schön. Aber die haben Spaß hier. So lustig. Aha, bis jetzt. Ich wendete den Tanz mit einer schwungvollen Drehung. Die Insulaner brachen in Jubel aus. Sie klopften mir fröhlich auf die Schulter und gaben mir ein Geschenk, um ihre Wertschätzung zu zeigen. Vielleicht machen sie sich einfach nur mit mich lustig. So, einen Speer haben wir gekriegt. Wo ist denn den Speer aus? Nach all den Aufgaben des Abends erledigt waren, verbrachten wir einen ruhigen Abend am Feuer, bevor wir uns dann später in unsere Schlafsäcke legten. So, was, wo wirft sie? Wähle Victoria Malin aus. Oder Malin. Ach, eigentlich ist eine Französin, ne? Victoria Malin. So, wähle den Speer aus. Das ist jetzt ihr Inventar. Damit ist der jetzt angelegt. Ein ziemlich spitzer Speer. Kann nicht fallen gelassen und gehandelt werden, okay? Gut, dann machen wir das mal. So, dann legen wir uns jetzt mal schlafen. Wir haben jetzt einen Speer. Toll. Ein spitzer Gegenstand. Naja, es war schon nicht unpraktisch, sowas in der Hand zu haben. Jetzt rasten wir. Bis wir wieder halbwegs bei Verstand sind. Das ist gut. Das war ganz schön lang. 5 Tage. Hui. Ich genoss mehrere Tage lang die Sicherheit des Dorfes. Ich fühlte mich mehr als willkommen und die Dorfbewohner schienen über meine Anwesenheit erfreut zu sein. Ab jetzt hast du dein Schicksal selbst in Hand. Vielleicht wäre es hart, aber neu zu rasten, um deine geistige Gesundheit noch weiter aufzufüllen. Nee, machen wir nicht. Wir packten unsere Sachen zusammen und machten uns wieder auf die Reise. Neue Abenteuer erwarteten uns schon. Ein Stammesmitglied ergriff Respekt vor meiner Hand und wünschte mir Lebewohl. Ja, sehr nett. Vielen Dank. So, da hoppeln die jetzt rum. Grasland. Okay. Man hat auch, je nachdem, was man für ein Land, also Landschaft unter sich hat, unterschiedliche Bewegungskosten. Also auf Grasland hat man andere Bewegungskosten, als wenn man durch Dschungel läuft. Also wenn man mitten durch Wälder läuft, hat man 4 Abzüge und auf Grasland nur 1. Sowas kann man dann später durch Boosts oder ja, also bestimmte Gegenstände auch verringern. Ja, jetzt müssen wir die Insel so ein bisschen erkunden. Hier waren wir jetzt noch nicht. Und hier oben. Vielleicht gehen wir mal hier hin. Das ist so am nächsten dran. Und wenn die das hier schon so verpackt haben, wird da bestimmt auch irgendwas sein, schätze ich mal. Dann gehen wir hier hin. Oh, ein Fragezeichen. Was haben wir da? Ist Kupfer gesprungen. Was wir dort finden? Oh, wir haben Erfahrung gesammelt. Eine Steinstatue haben wir gefunden. Okay, was kommt jetzt? Ich entdeckte eine grob gehauene Statue, deren kalte Augen mich direkt anzustarren schienen. Ich war fasziniert von diesem riesigen Relikt. Rosenoschi, ja?
Wer den hier aus dem Stein gemeißelt hat. Hm. Okay. Jetzt stehen Opfergaben anscheinend rum oder so. Das ist jedenfalls frisches Zeug oder so. Mir fielen einige Gegenstände in der Nähe der Statue auf. Vermutlich waren sie Teil eines religiösen Rituals. Opfergaben untersuchen. Was haben wir denn hier? Eine religiöse Ikone, Mangos, ein geflecktes Kuhfell und ein Fluchtwurfanker. Hm. Okay. Weiß nicht, ob das so gut ist, hier so ein Ort zu beklauen, direkt hier am Anfang. Vor allem mit unbekannten Göttern auf fremden Inseln ist immer so eine Sache. Die sind manchmal sehr rachsüchtig. Wir können hier eine eigene Opfergabe hinterlassen. Und so ein Pilz. So. Oh, haben zwei Ruf bekommen. Ich legte meine Opfergabe an den Fuß der Statue an, weil inneren Frieden so überkam mich und ich wusste sofort, dass mein Opfer dem Verzicht wert gewesen war. Okay, vielleicht hilft das ja auch irgendwie später. Wir haben auf jeden Fall zwei Ruf bekommen, jetzt haben wir sieben. Das ist vielleicht irgendwas gut. Schauen wir mal. So. Hm. Hier sind auch Berge. So, mal schauen. Was gibt's hier oben? Oh, hier ist noch. Oh Gott, hier ist noch sehr viel. Oh, oh, oh. Jo, hier ist unser Schiffchen. Das liegt immer noch schön brav vor Anker. Wir kommen jetzt am einfachsten dahin. Das wäre am schnellsten. So, hoppet los, Kinder! Dup, 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 dup. So, jetzt durch den Dschungel. Da wühlen die sich da durch die. Ach. Ah, hier ist. Das, hä? Das ist so ein Unterschied. Gehen wir mal dahin. So, jetzt müssen wir hier rüber. Das kostet mich dann nochmal 6 Wahnsinn hier. So, jetzt durch den Furt. Oh, was haben wir hier? Als wir uns tief in die Wildnis wagten, blieb Kanjulva plötzlich stehen und zog mich beiseite. Wir müssen herausfinden, was es ist. Hm? Was denn? Es schien, als näherten wir uns einem interessanten Ort. Den alten Überresten dessen, was sie als die blassen Reisenden bezeichnete. Das klang, als ob es eine Untersuchung wert wäre. Ort auf der Karte zeigen. Ja. Ein altes Lager. Besuche das alte Lager. Mhm. Okay. Was ist das? Oh. Ja, im Busch irgendwas. Seichter See ist das. Mhm. Da kämen wir weiter. Kästchen, machen wir das. Ah, wir müssen aufpassen hier. Kann ich einfach so draufklicken? Okay. Wie lecker! Jetzt haben wir alle Schokolade gegessen. So. Besuche das alte Lager. Dann machen wir das mal. Altes Lager erkunden. Hallo, Freunde. Oh, was haben wir jetzt? Wir näherten uns dem verlassenen Lager in der Hoffnung, Vorräte und möglicherweise Antworten zu finden. Leider wartete dort bereits ein Rudel hungriger Hyänen und griff sofort an. Hyänen? Okay, sind ja eigentlich eher so Wandtiere. Was machen die auf so einer Insel? Wo waren wir jetzt? Im Pazifik? Sehr mysteriös. Okay. Oh, jetzt müssen wir kämpfen. Und das wird auch ausgewürfelt, wie in einem guten alten Rollenspiel. Okay, müssen wir nacheinander ziehen, wie das aussieht. Würfeln wir mal. Und sehen, was dabei rauskommt. So, diese Würfel habe ich jetzt zur Verfügung. So. Dann können wir jetzt einen Angriff machen. Und das ist dann was Passives zum Heilen. So, was haben wir hier? Eine Hyäne, ein Schlitzer. Macht Schaden 12. Und hier auch, machen auch 12 Schaden. Wie viel machen wir eigentlich? Das, wir machen 8, so wie das aussieht, oder? Nee. Damit machen wir 7 und damit machen wir 8. Betäuben. Das ist nur normaler Schaden. Ah, der macht das dann.
Der macht den krachenden Großwildjäger Stufe 1. Ach, der ist ein Großwildjäger. Der ist Anthropologe. Und so schwere, ja. Okay, dann mache ich oder er den ersten Angriff. Gut, dann mache ich erstmal, würde ich mal sagen. Und wähle diesen Feind aus. So. 7 Schaden gemacht. Zur Hölle mit dir! Jetzt machen wir nochmal. So, Kinnhaken an die Hyäne. Heilen brauchen wir jetzt noch nicht. Es ist keiner krank. Dann machen wir nochmal. Jetzt können wir noch einmal würfeln. So, leere Würfel in automatischen Zügen gefügt. Füge die letzten Würfel ebenfalls hinzu. Den hier, oder was? Ah ja, hierzu. Mit denen wird jetzt dann nochmal gewürfelt. So, jetzt haben wir nochmal 3 Würfel bekommen. 2 darf ich davon nehmen. Das hier ist nochmal Inspiration Verbündeter. Und ein schwacher Schlag. Und das hier gibt uns allen so einen Buff. Und dann können wir ihn mit stärken. So, der hat jetzt eine 100% auf seine Stärke bekommen. So, und der kann jetzt dann hier angreifen. Voila! K.O. Zug beenden! So, die erste Hyäne haben wir schon mal aus dem Gefecht gesetzt. Aua! Du bist ab jetzt auf dich gestellt. Mach ihn den gar aus! Oh gut, da werden wir nochmal. So, hier können wir einen Flankenangriff machen mit unserer Speerin. Das gibt. Wie verstehe ich das jetzt? 15 Schaden? Oder Horrido! Was macht er dann? Reduziert feindliches Schild um 15, erhöht das Schaden wird um 15 erhöht. Ah, okay. Ah, das macht ihn dann empfindlicher. Dann versuchen wir das mal. So, der ist jetzt verwundbarer. Ich kann mit ihm jetzt. Macht 3 Schaden und nochmal auf 15%. So, dann hauen wir ihm jetzt nochmal einen auf die Rübe. Im Nass, du Hyäne! Zur Hölle mit dir! Dann würfeln wir nochmal. So, haben wir nochmal 2 Würfel, die wir machen können. Der kann noch einmal ziehen. Ja, dann machen wir das. Zack! Hey! So, der wird jetzt geheilt von 6 Lebenspunkte. So, die Hähne dürfte jetzt aber bald hin sein. Ja, lach du durch. Das bringt dir nichts, mein Freund. So, wir heilen uns von selbst. Was ist das? Geschickter Schlag. Reduziert von der Schildung 10. Das macht sie, okay. Und das hier ist nochmal ein krachender Schlag. Okay, machen wir mal einen krachenden Schlag, damit müssten wir der Hyäne jetzt den Gar ausmachen. Wop, nimm das! So, jetzt können wir hier Beute nehmen. Die Hyäne ist immer noch am... Jetzt. Der blutige Pelz einer Hyäne riecht streng nach Moschus. Immer wieder Fleisch und der Zahn eines wilden Tieres. Ja, gut. Nehmen wir mal. So. Wir nahmen, was wir konnten und näherten uns vorsichtig im alten Lagerplatz. Vielleicht gab es ja Wertsachen, die Hyänen nicht zerstört hatten. Ein Charakter ist bereit für eine Beförderung. Wähle dir den Großwildjäger aus. So, den können wir jetzt fördern. Das gibt ihm dann mehr Schaden für dieses Horrido-Dings. Und der Schlag wird auch stärker. Okay, machen wir das mal. Oh, der ist jetzt loyaler zu uns. Okay. Okay, Lager durchsuchen.
Wie wir fahren eine Durchsuchung in Regen, ein Gefühl Angst prickelt in meinen Nacken. Ich hoffte, mein Dreck würde dem Schicksal dieser traurigen Entdecker entgehen. So, was haben wir jetzt hier gefunden? Ein altes Tagebuch. Aha. Eine silberne Vase. Die bringt 20 Gold und... Was ist das da unten? Prestige oder was ist das? Das bringt 10 Gold. Vielleicht bringt uns das Wissen. Und hier haben wir... Das ist 8 Flaschen Whisky. Eine Flasche langgereifter Whisky. Gut geeignet, um die Stimmung oben zu halten. Das gibt geistige Gesundheit wieder von 20. mehr als die Schokolade. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann müsste ich jetzt gleich auch nochmal einen aufmachen. Gibt aber eine Chance auf einen Fehlschlag von 10%. Also im Kampf treffen wir nicht ganz so richtig genau. Aber sind gut gelaunt. So gehört sich das für einen richtigen Abenteurer. Zwischen den Vorräten des Lagers fand ich ein zerwetztes Feldtagebuch. Darin befanden sich die Notizen eines unbekannten Abenteurers. Als ich den Bericht las, schien mir, als ob der typische Arroganz vieler Entdecker zum Opfer gefallen wäre. Er war gestorben, weil er die Warnung der Insulaner ignoriert hatte. So gehört sich das für einen Abenteurer, der ignoriert sowieso grundsätzlich alles. Meistens auch den gesunden Menschenverstand. Ich stieß auf eine faszinierende Passage. Enorme Struktur, Architektur unbekannt, Technologie der unseren weit überlegen, erst recht derer dieser Inselwilden. Welchen Zweck könnte sie haben? Inselwilden, ja, sehr kolonialistisch hier das Ganze. Ich fuhr fort, detaillierte Wegbeschreibungen zu dieser seltsamen Struktur zu geben, faszinierend. Ich musste sie einfach aufsuchen. Pack die Sachen, wir haben ein neues Ziel! Auf der Karte anzeigen. Noch da oben. Die uralte Struktur. Hui! So, Tag 78. Okay. Aber das hat für uns jetzt keine Auswirkung. Also hier gibt es auch so Missionen, wie ich gesehen habe, die sind dann zeitbasiert. Also du musst in bestimmten Tagen zum Beispiel so eine Insel erkundet haben und hast dann halt nicht ewig Zeit für sowas. Aber wir sind jetzt hier im Tutorial. Das ist halt nicht so schlimm. Hier ist auch noch irgendwas, ein Fragezeichen. Dann gehen wir mal dahin, würde ich mal sagen, oder? Hier ist es mir alles eher... bisschen umständlich zu sein. Dann gehen wir da lang. Erstmal. Geistige Gesundheit ist aber auch nicht mehr ganz so frisch. Vielleicht nehmen wir mal so ein Whisky, oder? Oh, die Waldfee. Ja, die freut sich jetzt gerade, dass sie zum ersten Mal Whisky getrunken hat. Brennt ein bisschen, ne? 7. Dann wollen wir mal so bis hier hingehen. Lauf los, Kinder. Nicht gegen die Bäume laufen, ich habe Whisky-Intus. Charakter kann befördert werden. Du hast genug Erfahrung, um einen Charakter zu befördern. Okay. Wodurch hat er jetzt die Erfahrung bekommen, frage ich mich. So, jetzt kommen wir in Gérard Maisonnet. Befördern. Unseren Anthropologen. Und das gibt uns dann... Der Schlag wird besser, der hat einen schwachen Schlag. Verstärkung des Schadens, aber kann dafür jetzt auch mehr heilen als vorher. Okay, also der ist der Heiler so in der Gruppe im Grunde. Und ist uns jetzt loyal. Ich weiß die Anerkennung zu schätzen, Mademoiselle. So, auf Wiedersehen. Was ist das hier? Oder suche die uralte Struktur. Müssen wir da hingehen, oder was? Dem Wasserfall nähern. Was haben wir hier? Oh. Die schiere Größe des Wasserfalls verschlug mir den Atem. Das Wasser war frisch und kühl. Wirklich prachtvoll. Ja, hübsch. Also hier kann man dann rasten, oder was? Ah. Ganz oben da zu dieser Struktur. Ich glaube, da rasten wir besser nochmal, damit wir nicht da komplett ausflippen, wenn wir da sind. Ich entschied, dass es eine gute Idee war, an diesem Ort einen Rast anzulegen. Das Feuer sorgte für Wärme und Gemütlichkeit, während ich mich auf die Nachtruhe vorbereitete. Auf Dränge meiner Gefährten erzählte ich eine kleine Anekdote von meinen Reisen an diesem Abend. Ich wette, du warst bestimmt schon in schwierigen Situationen. Ich erzählte ihnen von einem Vorfall, der sich auf einer meiner Reisen durch Ägypten ereignet hatte.
Durch ein sprachliches Missverständnis hatte ich einem örtlichen Fremdenführer einen Heiratsantrag gemacht. Er gab mir auf sanfte Weise einen Korb, aber es war mir eine Lektion, in fremden Kulturen stets umsichtig zu sein. Man weiß nie, welche Gefahren auf einen warten. Dieser Fremdenführer führte mich jedoch zu einigen faszinierenden Gräbern. Ja, das kann passieren. So, jetzt legen wir uns mal pennen. Wo ist eigentlich die ganze Ausrüstung, die da mitschleppen? Naja. Okay. Die machen das jetzt wirklich bis 100, ne? Okay, deshalb dauert das 5 Tage. Boah. So. Morgen schon hat Gold im Mund, meine Freunde. Ich glaube, das reicht jetzt auch. Zeit verplempert hier. So. Beilung! Jetzt hat's Hektik. 7. 11. Das gehen wir hier lang. Ja, hier durch den Dschungel. Das kostet uns doch ein bisschen mehr Bewegungspunkte. Da hoppeln wir mal hier über das Grasland. Erkunde die uralte Struktur. Wir haben 2 Erfahrungen bekommen. Auf die uralte Struktur zu gehen. Kalom. Ach, was ist das denn? Was ist das für ein Ding? Die beeindruckende Form der Struktur ähnelte nichts, was ich auf meinen Reisen je gesehen hatte. Ihr Zweck war mir ein Rätsel, aber es schien, als wäre sie eine Art mächtige, uralte Maschine. Okay, tja. Was hast du einen Alien-Film hier gelassen, oder was? Sehr interessant. Was ist hier? Rega Kevi Shikubaki! Tschüss, oder was? Als wir uns näherten, begann Kshunwanelwa zu zittern. Panik auf ihrem Gesicht. Sie warnte uns verzweifelt, dass ihre Palikao-Götter das Eindringen in diesen heiligen Raum, richtig lesen, nicht tolerieren würden. Ihre Bedenken zerstreuen, oder sie bestechen. Da müssen wir. Da haben wir keine große Chance, würde ich sagen. Da müssen wir so eine blaue Seite würfeln. Und wir haben einen roten und einen blau-grünen Würfel. Also die Chance ist da nicht sehr hoch. Piat Fuji Joku. Na gut, dann bestechen wir die halt. Komm, Kind, hier, du willst doch bestimmt mal nochmal einen ordentlichen Whisky, oder? Oder 2? Wie wär's mit so einem Yen-Fell? Ein Zahn ist auch immer cool, oder? Dann kann man sich um den Hals hängen. Hier ist ein schönes Steak. Jetzt heißt es aber langsam. Eine Vase? Abgemacht. Okay. Wer mit dem ganzen Schrott will. Es war nicht billig, aber nehme ich Kunjulwa. Komplizierter Name. Aber indem ich Kunjulwa einen großzügigen Anteil unserer Beute anbot, gelang es mir, sie zum Bleiben zu überzeugen. Dem Altar näher. So, jetzt passiert's. Jetzt fliegt ja alles in die Luft. Nee. Ich näherte mich der Steuereinheit der Maschine. Eine seltsame Angst erfüllte mich, als ich näher kam. Aber es war undenkbar, jetzt umzukehren. Soll ich da jetzt drauf drücken, wo ganz groß drauf steht? Nicht drauf drücken. Mal sehen. Oh. Als ich meine Hand auf dem Kristall in der Mitte der Plattform legte, ertönte ein lautes Knarren und Scheppern. Die Oberfläche des Kristalls wurde sengend heiß und ein grässlicher lila Nebel waberte aus der Maschine hervor. Oh mein Gott. Ich floh Hals über Kopf in den Nebel und der Nebel verfolgte mich bis zu meinem Schiff. Ich brannte zwar immer noch vor Neugierde, ich wusste jedoch auch, dass man einen starken Überlebensinstinkt brauchte, wenn man große Entdeckungen machen wollte. Flieht, ihr Narren! Fliehe zu deinem Schiff! Oh, wir müssen dem Nebel jetzt entkommen hier. Los, hoppelt schneller, Leute! Oh. Hier kommt jetzt. Hey, los, macht schon! Der Nebel verfolgt uns. Er verschlingt die ganze Insel. Nee, hier lang. Hier lang. Lass mal gucken. Bin schon falsch gelaufen. Hier lang. Oh, der Nebel kommt näher. Schneller, Jungs. Mädels, lauft.
ist das? Oh. Was ist das denn? Ein Überraschungsangriff, eine riesige Spinne. Oh, wir sterben. Oh mein Gott. Der Landwürfel. Vergiftet. Das ist natürlich schlecht. So, nimm das, du Vieh! Haben wir nicht. Oh! Aua! Missy! Nochmal, oh Gott. Oh, der Würfel ist jetzt betäubt. Sie ist betäubt jetzt. Okay. Das heißt, ihr Würfel fällt dann aus. Oh, das ist schlecht. Da wirst du mit Horridos versuchen hier. Egal. So, komm jetzt. Erledigt. Die Kreatur war tot. Der Weg zum Schiff frei. Sprintet wie der Wahnsinnige drauf. Mein Atem brannte in meinen Lungen. Schneller. Schneller. Oh mein Gott. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Ereignis durch Nervenschwäche. Ich stolperte durch Nebel und verlor Kunjalva für einen Moment aus den Augen. Ich würde sie nie wiedersehen. Oh mein Gott. Es schien, dass unsere Ankunft auf dieser einsamen Insel nur Pech für die Einheimischen bedeutete. Geistige Gesundheit plus 20. Oh Gott. Niedrige geistige Gesundheit. So, weiter geht's. Segel setzen. Weg hier! Wir kletterten Hals über Kopf an Bord, wo der Kapitän bereits nervös darauf wartete, endlich in See zu stechen, da der dunkle Nebel das Schiff fast komplett umschlungen hatte. Als wir fortsegelten, sahen wir, wie er die Insel hinter uns verschluckte. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir dort geblieben wären, aber ich würde es nicht herausfinden wollen. Nach einiger Zeit löste sich der Nebel auf und hinterließ ein Stück leeren Ozeans, wo sich einst die Insel befunden hatte. Segel Richtung Paris setzen. Aber wir haben jetzt Kunjulva verloren. War es noch nicht schade? Da war ich ein bisschen zu langsam auf der Karte, muss ich sagen. Das war meine Schuld. Selbst bei der Ankunft in Paris war ich noch ein bisschen zum Mark erschüttert. Wo waren die mysteriöse Insel und ihre Bewohner geblieben? Welche schreckliche Maschine könnte so etwas tun? Gute Frage. Ich sehnte mich danach, zur Insel zurückzukehren. Noch in meiner Rolle als Direktorin in der Weltausstellung wartete jedoch viel Arbeit auf mich. Ich brauchte einen Partner, der mir half, die Geheimnisse der Insel zu lüften. Ah, was ist das? Ich sinnierte über die vorstehenden Herausforderungen, darüber, wie schwierig diese neuen Forschungsreisen werden würden. Urlauber, Abenteurer, Lebensmüder. Ah, das kann ich mir jetzt hier aussuchen. Ich glaube, ich nehme erstmal Urlauber. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel hier. Scheitern ist eine Stellungssache. Wenn du stirbst, kehrst du nach Paris zurück, als wäre nichts geschehen. Konsequenz war Tod. Start. So, ich versammelte die fähigsten Entdecker von Paris und sah mir jeden genau an. Wer würde meine neue rechte Hand werden? Gérard, das ist eine Anthropologin. Ach so, habe ich noch gar nicht gesehen. Das sind alles Frauen. Wurde mir aufgefallen. Patrick ist jetzt nicht so ein typischer Frauenname.
Gruseljägerin. Oder die haben das hier gegendert, das Spiel, keine Ahnung. Naja, Anthropologe oder Gruseljäger. Er kann mich heilen im Notfall. Hm. Oder sie. Ist auch egal. Anthropologen erforschen indigene Kulturen, verfassen anthropologische Studien. Je mehr Ruhm generieren, je mehr über du an Stamm lernst. Mhm. Kriege ich das hier bei dem auch irgendwas angezeigt? Okay. Posen hier. Gruseljäger, hartgesottener Trophäenjäger, Experten im Erlegen gefährlicher Tiere und andere bedrohende Wildnis. Hm. Ich glaube, ich nehme die Anthropologin. Ich denke, das nützt mir mehr. So, Paris in Frankreich, 1886. Hier wird die große Weltausstellung geplant. Das war damals so das Ereignis überhaupt. So wie WM und Olympia zusammen. Und hier wird wahrscheinlich Eiffelturm gebaut oder so. Hier sieht man so ein Gerüst. Sieht hübsch aus. Ich schaute mit einem Lächeln auf den Lippen auf das Ausstellungsgelände. Marlin hatte mich ausgewählt, um die Geheimnisse der Insel aufzudecken. Ich schwor mir, sie nicht zu enttäuschen. Paris. Das Ausstellungsgelände in Paris ist eine Heimat zwischen den Expeditionen. Jeder Ort in der Stadt erfüllt einen anderen Zweck. Okay. Hier haben wir jetzt nur einen. Ich glaube, im Originalspiel gibt es, glaube ich, 5 Orte. Boussole Cassé, was ist das? Ah, das ist ein Lokal. Sieht interessant aus. Hübsch. Tolles Fenster. Ich betrat den berühmten Boussole Cassé und den zerbrochenen Kompass und schaute mich um. Das ist eigentlich noch nicht Jugendstil, ne? Das kam ein bisschen später. Ruhm, okay. Wie kann ich jetzt noch Mitstreiter rekrutieren, so wie das aussieht? Hübsches Lokal. Aha. So, hier. Das ist in der Tat eine Gruppe von Abenteurern. Hier kann ich einen Jagdhund engagieren. Rex. Findet alle 29 Tage eine Wachtel. Ja. Bonus bei Jagdherausforderungen. Okay. Dann haben wir hier den britischen Soldat. Gefreiter Bartholomew Pesco. Scharfschütze, 15% zusätzlicher Schaden und Pistolen. Ah, okay. Der hat auch so ein Satz heiße Ohren. Okay, der kann den Feinden auch mit der Faust ein paar über die, um die Ohren hauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, die hat auch Angriffe. Fass. Schaden 5. Besitzer beschützen. Gegenangriff. Der ist ja knuffig. Ein Straßenkind. Ach, der ist das. Aha. Kann an bestimmten Orten stehlen. Bonus bei Diebstahlherausforderungen. Aha, interessant. Okay, der gibt einen Bonus bei Jagdherausforderung und der bei Diebstahlherausforderung. Und der ist halt einfach ein guter Kämpfer. Hm. Ich glaube, ich nehme den Soldaten, weil ich glaube, in der Demo gibt es jetzt keine besonderen Herausforderungen mit irgendwelchen Aktionen. Das ist eher was wie das eigentliche Spiel. Und ich glaube, wir haben ja jetzt keinen Kämpfer mehr, der wäre gar nicht mal so schlecht dann. Ich hätte auch gerne einen Hund genommen, aber ich glaube, für die Demo ist das jetzt hier besser. So, gefreiter Bartholomew Pesco grüßte mich zackig. Jemand mit solchen soldatischer Disziplin an Bord zu haben, würde mir sehr nützlich sein. Yeah. Ich mischte mich wieder in das Getümmel des Ausstellungsgeländes. Bald war ich wieder voll und ganz in den Eindrücken dieses Ortes eingetaucht. So, ja. Sehr interessantes Spiel erstmal. Ja, die Demo ist ein bisschen eingeschränkt, wie man hier sieht. Also normalerweise wäre jetzt hier ein bisschen mehr, wo man noch was erkunden könnte. Aber wir sollen jetzt hier eine Expedition auswählen. So, dann können wir uns hier was anderes aussuchen. Ich hörte Gerüchte an, trennte die Spreu vom Weizen, plante meinen Kurs anhand der Gerüchte, von denen ich dachte, dass sie ein Körnchen Wahrheit enthalten könnten. Wir könnten also die goldene Pyramide finden. Kann man hier draufklicken.
Ah. Irrungen und Entwirrungen führen die Vermessung für das Gutachten durch. Dann kriegen wir eine Belohnung von 5 und 30. Ich glaube, das hier ist dieses Prestige und 5, das sind Tickets für die Weltausstellung, die wir als Währung sozusagen vergeben oder bekommen. Und für diese Währung kann man sich dann irgendwas kaufen. Und das hier, da suchen wir die goldene Pyramide. Wir haben Gerüchte über eine Pyramide aus purem Gold vernommen. Das wäre sehr ruhmreich. Da kriegen wir halt mehr Ruhm und mehr Tickets. 6, ja. Haben ein Budget von so und so viel Gold. Und das wäre gefährlich, ja. Und das nicht. Okay. Dann kann man sich noch einen Sponsor auswählen. Gut, das machen wir aber jetzt nicht mehr, weil es dauert schon lang genug. Schauen wir uns das in der nächsten Folge nochmal an, wie das hier so weitergeht mit diesem interessanten Spiel. Ja, irgendwie finde ich es ganz witzig, vor allem so wie das gezeichnet ist, gemacht ist. Ist auch ein bisschen was anderes und noch auch so ein kleiner, ja, das kann man auch gut nebenbei so ein bisschen spielen. So Entspannung, das ist nichts so in Echtzeit und rumgeprügelt und was das ist. Ich, sondern man kann ja noch alle Ruhe hier so ein bisschen rumerkunden. Das ist ganz witzig. Daher finde ich es interessant und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir das in der nächsten Folge noch bei uns angucken. Ich hoffe, ihr seid dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bye bye. Auf in die nächsten Abenteuer.